Die Berechnung von Sanitärausstattung ist etwas, was im Raumbuch in der Kategorie Sanitär stattfindet, vereinbart wird. Kommen wir zur ersten grundsätzlichen Geschichte. Es gibt zwei mögliche denkbare Vorgehensweisen. Und zwar könnte zum einen das Raumbuch der Baubeschreibung, und das ist das, was wir im Standard der Branchenmodelle, und zwar sowohl massiv als auch Holz, definiert haben. Es kann der Standard der Baubeschreibung dafür verantwortlich sein, was berechnet wird. Bedeutet also, in der Baubeschreibung haben die meisten von Ihnen stehen, ein Badezimmer erhält eine Badewanne, ein Waschbecken, ein WC, eine Dusche und so weiter und so fort. Und das ist das, was als Standard eben in der Einstellung des Raumbuches, das heißt also in der Ausstattung, über den Bereich Sanitär vereinbart ist. Das heißt also, das, was in der Baubeschreibung steht, ist entsprechend im Raumbuch im Sanitärbereich definiert und wird entsprechend berechnet. Heißt, es ist völlig egal, ob eben in der Planung in dem Bad die Sanitärobjekte geplant sind oder nicht geplant sind. Und das ist der Standard der Branchenmodelle. Warum? Weil damit gesagt wird, ich muss mich nicht darum kümmern, dass Variante A es überhaupt geplant ist und Variante B, dass das Richtige geplant ist. Das ist die eine Möglichkeit. So, und das ist das, was der Standard der Branchenmodelle ist und das ist auch das, was wir Ihnen empfehlen, so zu verwenden. Die zweite Möglichkeit ist, dass Sie sagen, nö, ich möchte nicht Bauleistungsbeschreibung verwenden, sondern ich möchte, dass die Objekte, so wie sie geplant sind, kalkuliert werden. An der Stelle würde es bedeuten, es gäbe immer noch einen Standard, den Sie nach Baubeschreibung festlegen könnten. Das heißt also eben, diese Standarddefinition, die wir hier haben, würde trotzdem passieren. Und es wäre halt so, dass im Bereich der Sanitärobjekte die Objekte, die hier angelegt sind, Rechteckdusche, Standard, Badewanne, Standard und so weiter und so fort, eine Zuordnung zu Planungselementen haben. Das heißt also, wir haben hier, Sie sehen das, eine Steuerungssymbolnummer. Das bedeutet also, wenn man diese Vorgehensweise wählen wollen würde, dann ist es so, jedes dieser Symbole, ich markiere mal die Badewanne, hat entsprechend eine Symbolnummer. So. Und dann dürften, dann müssten Sie eben eins tun, Sie müssten diesen Elementen hier diese Symbolnummer zuordnen, Pfeil nach oben, und dann würde entsprechend das kalkuliert werden, was geplant ist, und es würde zum Standard der Baubeschreibung ebenfalls verglichen werden, wenn Sie mit BLB-Vergleich arbeiten. Das heißt also, dann würde jedes dieser Elemente entsprechend über eine Liste mit Symbolnummern verfügen und es würde halt dafür gesorgt werden, wenn die Badewanne geplant ist, dann wird diese Badewanne kalkuliert und wenn diese Badewanne, die dort geplant ist und kalkuliert wird, eben nicht Standard ist, dann wird eben gesagt, statt dem Standard wird das verwendet, etc., etc. Achtung, wenn Sie diesen Weg gehen wollen würden, wir empfehlen es nicht, aber wenn Sie es tun wollten, wäre es so, dass Sie im Bereich des Raumbuches über Optionen hier definieren würden, Mengen aus VI-Plan übernehmen über Symbolnummernerkennung. Hier steht nochmal der Text, Symbole, für die die Symbolnummer eingetragen wurden, werden aus VI-Plan erkannt und mit ihrer Menge eingetragen. Beispiel, Waschbecken werden aus der Planung berechnet und nicht aus den Mengen der Kalkulation. Alles gut. Bedeutet gleichzeitig, wenn Sie das hier anklicken, ne, dann werden eben diese Mengen aus der Kalkulation verwendet. Achtung! Es gibt noch eine zweite Steuerung, die ich Ihnen kurz zeigen möchte. Und zwar gibt es in den Einstellungen bei den Programmeinstellungen für das Raumbuch die Möglichkeit, hier Kategorie des Raumbuches für Nassräume anzuklicken, Sanitär nur für Nassräume verfügbar.
Bitte Achtung, das Gleiche gibt es auch für Heizung. In dem entsprechenden Video ist das auch erläutert. Was würde das bedeuten? Im Moment ist es so, Sie haben eine Standardausstattung des Raumbuches, die Sie definiert haben, wo Sie halt gesagt haben, und auch in den Branchenmodellen ist es so, Bad kriegt die Sanitärausstattung, WC kriegt die Sanitärausstattung, Dusch-WC kriegt die Sanitärausstattung. Sie sind, wenn Sie ein Haus rechnen, allerdings in jedem Raum in der Lage, zusätzlich Sanitärobjekte zu verkaufen. Das heißt also, es könnte zum Beispiel in einem Hauswirtschaftsraum auch ein Ausgussbecken verkauft werden. Wenn Sie hier anklicken, Sanitär nur für Nassräume verfügbar, dann ist es so, dass Sie eben das verhindern würden und würden eben nur bei Räumen, die in der Estrich-Klassifizierung auf Nassraum stehen, zulassen, dass eben Sanitärobjekte verwendet werden. Das heißt also, wenn Sie das hier verwenden sollten, haben Sie das auf der Liste, Sie würden es eben entsprechend ausschließen, dass es in anderen Räumen gemacht werden kann. Wir raten Ihnen im Moment dort nicht zu, das zu verwenden. Infrastruktur ist schlicht und ergreifend für größere Firmen vorgesehen, wo viele Verkäufer damit arbeiten, um eventuelle Fehlervarianten auszuschließen. Bitte Achtung, Sanitär nur in Nassräumen verfügbar in Kombination mit Sanitärobjekten aus der Planung ist kreuzgefährlich, ne, weil das könnte sich gegenseitig so ausschließen, dass nach aktuellem Baurecht, das kann böse werden. Das heißt also hier ganz deutlich eben die Empfehlung, nutzen Sie den Standort der Branchenmodelle. Die Elemente im Bereich Sanitär haben etwas längere Texte und Sie sehen, neben dem Namen gibt es auch einen Langtext, der verwendet werden kann, was insbesondere dann, wenn ich eben die Beschreibung für den Kunden als Angebotsdokument mit ausdrucke, eine Option ist, die verwendet werden kann, dass eben hier Qualitätsbeschreibungen mit eingefügt werden. Sie sehen, Langtext ist eine Option, die ich verwenden kann. Es gibt eine Einheit, Positionstext anpassen kann ich entsprechend anklicken. Ich habe die Möglichkeit zu klassifizieren, Kalt- und Warmwasseranschluss. Das ist etwas, das wird in den Branchenmodellen im Standort nicht verwendet. Möglichkeit ist vorhanden, auch bei den Pauschalpositionen. Und die Struktur ist hier an der Stelle dafür da, dass es bestimmte Firmen gibt, die den Querschnitt der Zuleitung zu den entsprechenden Nassräumen davon abhängig machen, wie viele Abnehmerstellen in dem Raum vorhanden sind. Dafür ist eben diese Klassifizierung kein Warmwasseranschluss da im Standort, wird sie der Branchenmodelle nicht verwendet. Zuordnung von Bild, Zuordnung von Weblink ist eben genauso möglich, dann wäre auch die Auswahl entsprechend in der Sonderausstattung, eine grafische, wenn eben hier bei der Rechteckdusche ein Bild von der Rechteckdusche mit dahinter wäre. Die Ausgabe für den VI-Report-Generator und die Ausgabefilter sind hier ebenfalls vorhanden.